So, liebe Leute, ein bisschen Kohle haben wir jetzt auf der Hand und wir gehen mal heute weiter mit dem nächsten Event. Oder ja, mit dem nächsten Rennen, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. So, was haben wir denn hier? Painted City Black. Da würden wir 11.000 für kriegen. Immerhin. Dann machen wir das doch glatt mal. Oder warte mal. Ja, doch, ja, ist richtig schon. Machen wir das doch glatt. Ja, wir sind's schon mal gefahren, Einosis. Aber wir müssen, weil wir Kohle brauchen. Als erstes möchte ich jetzt das sehen, nächstes Mal das. Verzeih mir. Okay. Was denn? Na, er sah so süß und hilflos aus, wie er da saß. Wer? Right, hä? Was? Hast du ihm einen Welpen besorgt? Schlimmer. Ein Reddit-Profil. Was hast du getan? Zentrale, ich sehe die gesuchte Person. Bitte um Erlaubnis, Verfolgung aufzunehmen. Oh, ich muss jetzt gerade mal ganz kurz ein bisschen Gas geben. Die Cops sind natürlich gerade heute wie Fußpilz. Also allgemein jetzt momentan. Ich jag mal kurz hier runter. Oh, das war eine Betonwand, die ich erst nicht gesehen habe. Ich dachte, das wäre eine einfache. Ja, danke. warum ist mein Bildschirm schwarz? Das liegt aber daran, dass dass der Fernseher rausgegangen ist. Alles klar. Sekunde. Geht gleich sofort weiter. So. So, ich muss mal kurz eben runter. Ja, wir müssen Garage-Upgrades kaufen, damit wir weiter das Auto aufbauen können. Anders bringt jetzt nichts. Wir können zeitnah noch nicht das Event fahren, das Qualifikation, die Quali fahren. So, Event. Painted City Black. Ist ja Jacke wie Hose, was wir ein Auto benehmen. Ja, wechsel mal auf, oder beziehungsweise wetten auf Obi. 65.000 soll er kriegen. Oder 65.000 hat er, das müssen wir bebieten. So ist es eigentlich richtig. Konzentriere mich gerade nur ein bisschen, quatsch ich mal ein bisschen weniger. Ihr kennt das manchmal. Wir haben ja jetzt schon die 53.000, die ich denke, dass wir es hinkriegen. Und so haben wir es schon. Wir sind gerade mal in der zweiten Runde.
Letzte Runde. Wir haben knapp mal die 100.000 Frage. Gute Frage, nächste Frage. Ja. Und zwar ohne Ende und problemlos. That's how you do it. See, I was rooting for you too, man. You made me proud. Yeah. 112.000 haben wir kalt gemacht. Oh, wir sind jetzt schon bei. Sind wir mit Makura unterwegs oder sind wir mit dem... Oh ja, wir sind mit Makura unterwegs. Wir müssen dringend in die Garage Werkstatt. Beziehungsweise in die... Zerstück, wo sind wir denn überhaupt gerade? Nur so nebenbei. Da unten. Oh, oh. Das ist blöd. Wir müssen dringend. Wir müssen dringend gucken, dass wir das Auto gewechselt bekommen. Hey, hey, hey. Hier ist deine Lieblingsmanagerin. Meine einzige Managerin. Leck mich doch am Sack. Hab einen Wagen für dich. Was ist es diesmal? Ein paar Kids haben den Wagen ihres Vaters ausgeborgt. Aber leider, Trommelwirbel, ohne zu fragen. Und wie genau sollen wir den jetzt zurückbringen? Genau. 10.000 bringt mir das Ding. Wir sind jetzt bei... Wir haben eigentlich schon das Stadtgeld, aber wir haben halt das Auto noch nicht. Ist Lake schon nicht nur eine Stadt. Nein. Für sie ist Lakeshore so viel mehr. Gebt Bürgermeisterin Morgan Stevenson erneut eure Stimme und unterstützt Lakeshore. Wer hat sich denn die Werbung überlegt? Ich bin jetzt bewusst mal ein bisschen lauter. Bisschen weg von der Strecke. Bewusst, um mal jetzt nicht mit dem Kopf in Verbindung gebracht zu werden. Da kommt der nächste, ist mir zum Kotzen. Warum? Nein! Du fährst da lang, alles klar. Dann nimm mal die Ge... Das ist natürlich total toll jetzt. Den wollte ich jetzt eigentlich mehr oder weniger nicht haben. Das Auto. Ford Crown Victoria. 10.000. Argo, erstmal die Cops loswerden. Ich weiß. Cops, hinter dir, du bist genervt. Wenn wir Speedy Bingo spielen würden, hätte ich gewonnen. Undercover bereit zum Helfen. Erledigen wir diesen Racer.
Ich muss hier erstmal die Cops ausschalten. Ich darf jetzt erstmal nicht. Wir können nicht mehr lange mithalten. Nein! So, den Kopf haben wir leider weg, also den Straßenkopf. Wir haben aber noch was, was da oben rumflattert. Alle Einheiten, Zielfahrzeug fährt Richtung Rosehill Drive. Ich sehe die Zielperson. Holen wir sie uns. Das war mir so klar, dass du jetzt dann. Komm, warte mal, da kommt noch ein Scheiß. Ich hatte euch Assis hinter mir weggehabt. Ja, tschüss. Wagen zuletzt bei Rosehill Drive gesichtet. Ah, Interceptor ist raus, Zentrale. Sind ihr Fist? Sagt mir nicht, dass ihr Fist sind! Klar, du hast mich gesehen. Das wird wohl nichts mehr. Es ist. Wie kann das sein? Die Jagd beginnt. Eine Tanke wäre toll. Komm, aber da vorne ist eine. Nee, scheiße. Hier ist alleine. So, Auto abgeliefert, 10.000 in der Tasche. Die Kids haben angerufen und wollten sich dafür bedanken, dass du den Wagen in fast perfektem Zustand abgeliefert hast. Danke. Ich habe mein Bestes gegeben. Sagst du mir jetzt, was das sollte? Sie dachten, wie lustig die Schule schwänzen und mit Daddys Nacht. So. Im Auto eine Spritztour machen. Daddy hat die Cops gerufen und die Kids haben mich angerufen. Und dann hast du mich angerufen. Genau. Du verstehst, wie das läuft. Wir sind ein gutes Team. Ein Team? Wir? Aber ich gehe das Risiko allein ein. Deshalb bist du meine Nummer eins. Warum behandelst du mich dann nicht auch so? So, wir müssen mal dringend mit dem Auto das Auto wegbringen.
wohl zur Werkstatt zurück. Oh, das würde ich nicht machen. Hab gehört, es gibt noch Events. Solltest du als meine Managerin nicht um mein Wohl besorgt sein? Das ist alles nur für dich, Speedy. Jeder Cent fließt in deine Altersvorsorge. Klar. Und den Cops wachsen Flügel. So, aber jetzt haben wir keine mehr. Wenn, oh, ich hoffe, dass da keins reinkommt. Die Kohle mal mit dem schnell. Nein, warum mache ich sowas? Ich stehe direkt vor der Garage und nutze und bin dann wieder zu gierig. Jetzt kotzt mich gerade wieder. Alle Einheiten, Straßensperre in Position. Ich dachte, das Arschloch hätten wir. Zielperson auf Kennedy Test Track verschwunden. Zielperson ist nah. Es geht weiter, Zentrale. Schnappen wir den Arsch. Alle Einheiten, Subjekt flieht Richtung Kennedy Test Track. Warum mache ich sowas? Ah, wieso muss ich dann unbedingt so gierig sein und mir unbedingt das mitnehmen? Das Ding kaputt machen. Wagen zuletzt beim Kennedy Test Track gesichtet. Zielperson auf Rose Hill Drive untergetaucht. Sucht weiter die Zielperson. Krieg ich am Arsch. Die kriegen wir nicht mehr, wir sind hier fertig. Nee, nein, diesmal nicht. Scheiß auf die Kohle. Ja, die ich immer zu gierig war. Alles wäre fast immer bezahlt. So, ja, wir nehmen es mit. Erstmal die Kohle mitnehmen. Wir haben viel, viel Geld gemacht. Wir sind jetzt bei 61.700 und können jetzt die Garage aufbauen. Leider haben wir noch nicht die Kohle für die. Gut, wir haben nicht das Auto, sagen wir es mal so. Wir hatten die Kohle zusammen, aber das Geld. Wir haben in dieser Woche echt gut Profit gemacht. Je mehr die Bürgermeisterin über die Rennen spricht, desto heißer werden die Leute darauf. Und gleichzeitig wird die Werkstatt immer bekannter. Erstmal das Geld. Neue Kunden an der Strippe gehabt. Und überhaupt, hörst du das? Ich auch nicht. Keine Tests. Vielleicht schaffe ich heute ja sogar mal was. So, jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass wir die Kohle zusammen haben. Jetzt können wir nämlich richtig reinballern. Warte mal, ich kriege nochmal zusammen, was wir brauchen überhaupt. 21. 35. Ja, 52. Neunundneunzigtausend und dann habe ich meine A-Plus Auto zumindest, weil da war hier so noch mehr Teile, ne?
108, 122, 100, was haben wir da für Reifen drauf gerade? 122, 132.000 brauche ich. 153. 167.000. 177.000 brauche ich, um mein Auto komplett aufzubauen, bevor wir ins Event fahren. Na gut, das heißt, uns geht jetzt so langsam ans Kohleverdienen. Plus halt die, ja, mit einigen A-Plus-Events, die wir noch nicht fahren können. Wir müssen dran ziehen. Aber wir brauchen halt Geld. Ja. Ah, haben wir ja auch noch. Hier haben wir noch eine schwere 8. Ja, gut, okay, dann gehen wir in die nächste Folge. Oder würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir dann noch ein paar Kohle, ein bisschen Events. Weil wir haben ja hier noch ein bisschen Kohle. Also wir müssen jetzt noch mal 18.000 machen. Warte mal, was haben wir gesagt? Nicht 18.000, sondern 6.000 brauchen wir. Ja. Gut, den Skyline Sprint sehen wir uns dann in der nächsten Episode an. Wir müssen nämlich jetzt nach und nach ein bisschen Kohle verdienen und dann aufzubauen. Also 177.000 brauchen wir. Und hoffe, dass wir noch ein paar Events reingeballert bekommen. Na gut, ich bin raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei Let's Play Need for Speed Unbound.